Also, so könnte man mit Sicherheit auch noch gut einparken. Solche Kameraperspektiven finde ich ja immer ziemlich geil, ne? So an den, wenn man die Räder sieht. Oder diese solche Verfolgungs-, also freie Kameras. Auch geil. Miau. Leider wechselt sie die Position nicht, bleibt immer dasselbe. So, wir haben es auf jeden Fall bald geschafft, noch 60 Kilometer. Dann haben wir auch die gute Fracht abgegeben. Ja, ich möchte halt wirklich jetzt langsam einen eigenen Auflieger haben, weil ich glaube, man kann damit noch mehr Geld verdienen. Also, als Angestellter haben wir bei weitem nicht das gekriegt, was wir jetzt haben. Gut, wir tragen, haben auch noch Kosten, die wir tragen müssen. Ich weiß nicht, was eine Tankfüllung kostet. Ich weiß nicht, was hier alles noch so auf uns zukommt an Kosten. Bis jetzt halten sich die Reparaturwartung aber richtig im Rahmen. Tausender Reparatur und Wartung, gehe ich jetzt von aus, dass es beides beinhaltet. Das ist eine Ver-, Alter. Spasti. Der ist doch nicht ganz sauber, Alter. Der ist doch echt nicht ganz sauber. So ein Idiot da. Habt ihr das gesehen, Leute? Alter, wenn ich dem jetzt reingescheppert wäre, wäre alles kaputt gegangen und ich hätte wahrscheinlich wieder die Strafe bezahlt, weil ich einen Unfall verursacht hätte, obwohl der auf meiner Seite war. So. Ja, und ich muss hier in dem Spiel auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch Discord-Nachrichten, kriege ich hier angezeigt, die ploppen auf. Das muss ich hier unbedingt ausschalten im Spiel, weil ich habe es bis jetzt bei keinem anderen Spiel. Bin schon viel zu schnell unterwegs hier. So, noch 30 Kilometer. Hälfte haben wir geschafft seit eben. Ich freue mich hier, glaube ich, überall Überholverbot. Und die überholen einfach. Schade, dass da keine Polizei in der Nähe war. So. Andererseits könnten wir natürlich, also ich weiß nicht, eigentlich müssten wir doch. Eigentlich müsste es aber auch gehen, dass wir einen Fahrer anstellen, der genauso arbeitet wie wir. Mit seiner Zugmaschine durch die Gegend fährt und Auflieger durch die Gegend eiert. Das müsste doch eigentlich auch funktionieren, ohne dass wir einen eigenen Auflieger haben. Bis wir irgendwann einen eigenen kaufen können. Es sei denn, wir finden gleich irgendwo mal so einen Auflieger-Händler. Ich schätze aber, dass wir dazu im Spiel noch eine ganze Ecke weiterkommen müssen. Weil mit Level 4, wo wir gerade sind, glaube ich, wird es wahrscheinlich vom Spiel noch nicht so sein. Die werden sagen, nee, hier machen wir Level 5 oder Level 10 oder sowas. Ab dann sind Auflieger freigeschaltet. Erster Aufenthalt in Kassel. Und jetzt nochmal schnell bremsen. Ampel wird rot. Das war aber auch knapp, ne? Dickerchen. Ein bisschen Abstand halten. Als ob ich es gerochen hätte, dass die wieder grün wird. Hotel? Ach was, man kann sogar in einem Hotel schlafen. Aber das kostet dann bestimmt Asche. So.
Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich irgendwo links rein. Noch vor der Ampel. So, ach, kriegen wir auch wieder nur 40 Punkte für. Bim, 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 bim. Dafür, dass wir jetzt aber zwischen zwei Auflieger müssen, finde ich 40 ein bisschen wenig. So, gucken wir mal, ob das jetzt besser klappt mit den eingestellten Spiegeln. Ah, okay, der hat eine lenkende Hinterachse, da dürfen wir gar nicht so viel. Das wird nämlich jetzt auf jeden Fall schon nichts. Den machen wir nochmal. So, Kopf aus dem Fenster. Und abkoppeln. Wir sind angekommen. Diesmal wieder sehr pünktlich. Perfekt. Verbrauchter Kraftstoff. 103 Liter. Wow, 5000. Bisschen fehlt noch. Noch 300 Punkte. Die sollten wir vielleicht im nächsten Auftrag bekommen. So. Duisburg-Osnabrück. Jetzt gucken wir natürlich wieder Preis-Streckeneinheit. Das ist wieder komplett falsche Richtung. Osnabrück wäre schöner. Weil das. Von da aus könnten wir irgendwie da rüber kommen. Getränke 23 Tonnen. Aber schlecht bezahlt. Dafür kriegen wir hier zerbrechliche Fracht. Da kriegen wir, glaube ich, mehr Punkte für. Wir probieren den mal aus. Das war der schlecht bezahlteste von allen. Kriegen wir, glaube ich, mehr Punkte für. Der Auflieger steht bereit. Fahrer zum Verladeblock. Ach hier, da. Nebenan. Stopp. Wo ankuppeln sollten wir vielleicht trotzdem erstmal. Ich wollte wegen der Kamerasteuerung gucken. Bevor uns der Auftrag weggeschnappt wird, so haben wir auf jeden Fall. Jetzt möchte ich mal eben einmal gucken. Tastenknöpfe. LKW-Steuerung, Weitenspiegel, An-Aus, LKW-Einstellung, Assistent-Aktion, okay. Kamerasteuerung, Ansicht drehen während Maussteuerung. Nach links schauen wäre ja hier ganz cool und nach rechts schauen wäre da ganz cool. Ansicht drehen nach oben. Wir gucken jetzt mal, was das bewirkt.
Dauert aber schon ganz schön lange, ne? Kriegen wir das noch schneller hin? Lenkempfindlichkeit, Lenkachse, bla 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 bla, horizontale Sichtachse. Okay, Reaktionsschwelle. Hat schon ein bisschen gelitten, das Stick hier. Ach ja, und schalten. Ich wollte noch mal selber Getriebeumschalter. Boah, wo war denn? Da, Drive, vorwärts, rückwärts. Hier haben wir auch schon so ziemlich alles belegt. Jetzt könnte man natürlich noch beigehen. Ich könnte mir die beiden vorwärts, rückwärts machen. Und dann gehen wir hier nochmal eben hin. Hoch, runterschalten, bleibt dann hier. Bin mal gespannt, ob wir auch selber schalten können. Und wie das mit der Kamera ist. Ja, damit kann ich aber leben. Bis auf das nach links rüber hat es schon ein bisschen einen mitgekriegt. Ich muss zumindest jetzt nicht mehr permanent zur Maus greifen. Das hat sich leider nicht geändert. Aber keine Ahnung, warum die Gänge nicht drin. Keine Ahnung. Soll uns jetzt auch egal sein. Wäre einfach schön gewesen, wenn wir auch noch selber hätten schalten können. Das schaffen wir aber locker noch vor denen. Außer, dass ich nach rechts nicht geguckt habe. Dann bringen wir mal das Zeug nach Osnabrück. In der Hoffnung, dass wir nichts kaputt fahren. Voll auf der falschen Seite. Kann mir denn sowas passieren? War zu viel in England unterwegs, würde ich mal sagen. Was haben wir denn? Für 200 Kilometer über 4 Stunden? Fahren wir Landstraße oder was? Gibt es keinen anderen Weg dahin? Auf jeden Fall sollten wir dann dort angekommen wahrscheinlich auch Pause machen. Ich glaube, es sei denn, wir kriegen was nach Hannover. Was dürfte denn nur so 2 Stunden ungefähr dauern? Osnabrück Hannover ist ja, Wheelzeit, ja, je nach Verkehr. Ja, doch, zu knapp 2 Stunden sollte man da schon einplanen. Aber unser Konto füllt sich langsam. 24.500 Euro haben wir schon. Da kann man schon was mit anfangen. Na gut, wir müssen hier natürlich das ganze Stück Landstraße, wo wir eben gefahren sind, wieder zurück. Weil wir waren zwar in Kassel, aber wahrscheinlich nur irgend so ein